Herzlich willkommen zu einem neuen Meditationserlebnis und heute schauen wir uns gespeicherte Wut an und schauen wir uns überhaupt die Energie Wut an, wie man damit umgehen kann. Eine positiv gerichtete Wut, eine positiv gerichtete Emotion im Allgemeinen bringt dich ja nach vorne. Es kann aber eben sein, dass man wirklich feststeckt. Und wann stecken wir fest in Wut? Das sind oft so Kindheitsprogramme, wo wir lernen, brav zu sein, uns nicht ärgern zu dürfen und dann schlucken wir diese Emotionen runter und dann verdichten sie dich und werden zu einer Blockade. Also immer wenn du versuchst quasi höflich zu sein oder etwas dich zu beherrschen, ja, dann kann das eben so zu einer Blockade werden. Das bedeutet natürlich nicht, dass man jetzt herumrennt und jedem gleich die Meinung geigen soll. Aber man sollte zumindest lernen, auch mit dem umzugehen, wenn ich sage, nein, da nervt mich jetzt was oder nein, lass mich jetzt. Man muss ja da nicht gleich in eine Aggression gehen. Also Wut ist nicht gleich Aggression. Den Druck, den ich spüre, wo ich sage, du pass auf, da stresst mich was, was du jetzt sagst oder forderst, das ist ja kein Problem. Aber man muss nicht gleich, wie gesagt, da gewalttätig werden oder aggressiv deswegen werden. Und das ist eben auch wichtig, dass man die Wut einmal neutral versteht und vielleicht auch etwas positiv nutzen kann, um weiterzukommen. Und das schauen wir uns heute an. Also wir schauen uns jetzt mal dein Wutpotenzial an, wo vielleicht Verbindungen sind, die dich noch ärgern und werden das heute mal in Kraft, in Power, in Durchsetzungskraft wandeln. Gut, dann schließ bitte mal deine Augen. Und wir werden das jetzt ein bisschen aktiver auch angehen. Das heißt, bevor du mal tief ein- und ausatmest, du kannst einfach mal wirklich so ein bisschen mit den Füßen stampfen oder trampeln. Also einfach mal so wirklich so ein bisschen so trampeln, ja? Aufstampfen, einfach so ein bisschen bewegen, dass du mal spürst, okay. Und so ein bisschen explosiver ausatmen. Also wirklich mal so, dass du dich da mal ein bisschen einstimmst. Sehr gut. Gut. Und jetzt hör mal auf dann zu stampfen, dich zu bewegen. Und atme einmal tief ein und wieder aus. Und schließ gerne deine Augen und fühl dich jetzt mal in deinen Körper ein. Und wenn du ihn jetzt bewegt hast, wenn du aufgestampft bist, dann kann das ja sein, dass du so ein Kribbeln spürst an den Füßen. Das ist wirklich so diese Erdungsenergie, die da reinfließt. Also durch diese Bewegung beginnst du auch schon mal, dich zu erden, diese unteren Zentren zu aktivieren. Und wenn du das kennst von einem Kleinkind, das aufstampft und sich niederwirft und herumtrampelt und sagt nein, nein, nein und schreit, dass diese Wut rausgeht, dann reagiert sich das Kind eigentlich ab. Und jetzt schauen wir erst einmal, wo du denn Wut und vielleicht auch alte Wut gespeichert hast. Und dass wir die sehen können, bitten wir jetzt erstmal, dass wir die Konzepte, die wir der Wut gegenüber haben, lösen können. Das heißt, wir geben jetzt mal die Energie lösen von Manipulationsenergie rein. Lösen von Selbstboykott. Und das fließt jetzt mal in so einem violetten Licht über dein Kronenchakra ein. Also lösen von Manipulationsenergie, lösen von Selbstboykott. Und diese Energien bearbeiten jetzt genau die Zentren, die du benötigst, damit du gestaute Wut nachher lösen kannst.
Also genau die Glaubenssätze, genau die Programme werden da jetzt bearbeitet, dass du dann gestaute Wut lösen kannst. Und erlaube dir jetzt mal, vorurteilsfrei zu spüren, wo deine Wut sitzt. Und es kann durchaus sein, dass sich über die Wut eine Schicht gelegt hat. Und das wäre dann Traurigkeit. Und über die Traurigkeit kann sein, dass sich eine weitere Schicht gelegt hat. Und das wäre dann Schwere oder Resignation oder Müdigkeit. Also das sind so drei Schichten: Wut, Traurigkeit, also Wut am Kern, Traurigkeit und Resignation. Und wir bearbeiten jetzt als erstes mal so diese Resignation, denn wenn man etwas immer schluckt, nicht ausleben kann, dann resigniert man irgendwann einmal. Und jetzt erlauben wir unser Mal und du erlaubst dir vor allem, diese Resignation einmal zu lösen. Und diese Resignation wird jetzt mit einem strahlenden, goldenen Licht gelöst. Und das ist so das Licht, kann man sich vorstellen, von Erzengel Gabriel, wenn du das möchtest. Oder einfach das Licht der Freiheit, des Freiraums, wenn du es jetzt nicht so mit Engeln hast. Und das löst jetzt mal die Schicht der Resignation. Und die wird jetzt einfach mal abgesaugt aus dir. Und wenn du diese Schicht löst und transformierst, dann spürst du vielleicht, dass eine Traurigkeit aufsteigt, dass du von dir selber enttäuscht bist oder dass du enttäuscht bist von deinem Umfeld. Und das können ganz alte Enttäuschungen sein, das muss gar nichts Neues, nichts Aktuelles sein. Und diese Enttäuschungen dürfen sich jetzt auch wandeln. Und um diese Enttäuschung zu lösen, diese Traurigkeit zu lösen, kommt jetzt die Energie des Trostes zu dir. Und dieser Trost hat eine rosarot-hellblaue Frequenz. Dieser Trost hat die Frequenz rosarot und hellblau. Da ist ganz viel Liebe, Reinigung, Loslassen und Heilung drinnen. Liebe, Reinigung, Loslassen und Heilung. Und du spürst jetzt, wie sich diese Traurigkeit auch löst. Und du erlaubst dir auch nochmal, diese Gefühle loszulassen. Und die Traurigkeit wird jetzt aus deinem Solarplexus abgesaugt. Und du spürst das Verständnis und Liebe, dich selbst erfüllt, Verständnis und Liebe und Geborgenheit, Verständnis, Liebe und Geborgenheit. Und nun spüre selber, wie du vielleicht ein bisschen mehr in diese Wut kommst, ein bisschen mehr die Wut spürst, vielleicht sogar ein bisschen so wie zähneknirschend bist. Und da brauchen wir jetzt einen Schocklöser. Und dieser Schocklöser soll jetzt mal die Versteinerungen lösen, die Härtungen, die Verhärtungen lösen. Das kannst du dir so vorstellen wie,
wie wenn etwas immer erhitzt wird, wie wenn man einen Lehm oder ein Tongefäß brennt und das ist so heiß, dass es hart wird und erstarrt, wie so Keramik. Und das gehört da jetzt gelöst und zerschlagen. Das ist wie nur so eine Keramikschicht rund um dein Energiepotenzial, um dein Wutpotenzial. Und das wird da jetzt mal zerschlagen. Und mit einem goldorangenen Licht, einem dunkelorange, das fast schon ins Rot reingeht. Das ist ein dunkelorange, das fast schon ins Rot reingeht, wird nun dein Wutzentrum geheilt und aktiviert. Dass deine Spontanität, deine Leichtigkeit, deine Lebenslust, dass diese Energien jetzt einfach in dir Platz nehmen können. Dass diese Energien jetzt Raum bekommen, dass du in deinem Selbstausdruck und in deiner Urkraft einen Ausdruck erhältst. Und diese Power, diese Energie wird jetzt ganz warm, ganz heiß. Es füllt sich so quasi wirklich dein Becken, dein Wurzelchakra mit dieser heißen Energie, mit dieser Lebenskraft. Und die fließt jetzt direkt durch deine Beine runter in die Erde. Und alles Gestaute, alle gestaute Energie fließt da jetzt ab und du spürst es durch deine Beine, dass da jetzt wie ein Lavastrom sich reinigt bei dir. Und was zurückbleibt, ist strahlende Kraft, strahlendes weißes Licht, ein Licht des Neubeginns, ein Licht des Neubeginns, wie du zu dir selber stehst, wie du zu deiner Kraft stehst, wie du zu deinem Selbstausdruck stehst. Und in diesem Licht verankerst du dich, es erdet sich und es kommt mehr und mehr Stabilität zu dir. Und du lässt jetzt alle Ärgernisse, alles, worüber du dich schon unzählige Male geärgert hast, wo du enttäuscht warst, wo du resigniert hast, weil es nichts bringt offensichtlich, all das darf sich jetzt ablösen und transformieren. Das darf jetzt einfach mal wegfallen. Und in deiner Kraft, in deiner Würde, in deiner Stabilität erwachst du jetzt in deinem Erwachsenenbewusstsein, in deinem Mut, in deiner Durchsetzungskraft, in deiner Power. Und erlaube dir nun, diese Energie kreativ zu nutzen. Ich nutze diese Energie auf kreative Art und Weise. Das ist dein Treibstoff für deine Selbstverwirklichung. Und dieser Treibstoff, diese Energie, darf nun wirklich zuerst mal in die Erde abfließen und dich dadurch auf deinen Weg bringen. Durch alle Unsicherheiten, durch alle Auf und Abs bringt dich jetzt diese Energie auf deinen Weg.
Und du spürst Kraft, du spürst Klarheit und du spürst Mut und Sicherheit. Und du erlaubst dir jetzt, Abschied zu nehmen von alten Blockaden deiner Grundenergie und absolut in deine Power zu gehen. Atme mal tief ein und wieder aus. Und spür jetzt mal Frieden und Zufriedenheit in dir. Das Gefühl, dass du hier absolut richtig bist und dass es dir gut geht. Und auch vor allem das Gefühl, nicht mehr gestresst, wütend und unter Druck zu sein. Bedank dich bei der geistigen Welt für die Führung. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt nochmal ein bisschen deine Beine bewegen, ein bisschen auftrampeln, stampfen und mal nachfühlen und spüren, wie das jetzt viel leichter abfließt. Bedanke dich jetzt bei deinen geistigen Helfern und Führern nochmal. Und erlaube dir in deiner Urkraft würdevoll und klar dein Leben zu gestalten. Atme dieses Bewusstsein der Kraft nochmal tief ein und wieder aus. Und dann streck dich durch, beweg deine Arme und Beine, fühl nochmal nach. Und dann komm genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und fühl dich völlig klar und entspannt. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, öffnest du deine Augen, kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück. Wie ist es dir mit dieser Reise gegangen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich natürlich drauf. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Teil das Video, abonniere den Kanal. Da kannst du mich sehr damit unterstützen und es würde mich freuen. Und vielleicht sehen wir uns ja mal bei einem Workshop oder bei einer Meditation live in Linz oder bei einer Einzelsitzung. Natürlich gerne auch über Zoom. Aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Erani. Tschüss, bis nächstes Mal.